Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part unseres Jedi-Botschafter-Let's Plays. Wir haben das als Zweier-Let's Play angefangen mit der guten Eva. Allerdings hat die gute Eva real-life-technisch ein bisschen viel zu tun in nächster Zeit, sprich Ausbildung, Führerschein etc. Weswegen ich das im Moment alleine fortsetze. Sobald sie wieder Zeit hat, wird sie in anderen Projekten wahrscheinlich eher dann wieder mit einsteigen. Kleines Wort noch vorab, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt zu Star Wars, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mal ein bisschen engeren Kontakt haben wollt oder sprich auch mal mitspielen wollt, also Mitspieler sucht, dann könnt ihr gerne auf unseren Discord joinen. Und oder wenn ihr mich live sehen wollt, wie ich Star Wars spiele, dann könnt ihr auch gerne bei Twitch vorbeischauen. Links sind in den Beschreibungen. Des Weiteren sind wir gerade dabei, auf Republik-Seite und Imperialer Seite jeweils eine Community-Flotte aufzubauen. Auf Imperialer Seite die Botschafter des Bösen, auf Republik-Seite wäre das die Hüter des Kodex. Wenn ihr also noch eine junge Gilde sucht, die einfach nur just for fun Spaß haben möchte, dann seid ihr bei uns genau richtig. Könnt ihr uns helfen mit dem Gildenaufbau? Einfach im Discord unter der Rubrik Gildenrekrutierung euch melden oder halt in den Kommentaren oder auf Twitch halt im Livestream. Dann viel Vergnügen! Der Warenfluss, scanne die Schmuggler der schwarzen Sonne, ist unser Auftrag. Und das führen wir jetzt natürlich auch aus. Da wäre Schmuggler Nummer 1. Scannen, scannen, scannen. Der hat nix. Schmuggler Nummer 2. Ist auch ein Kalter. Moment, hier geht's noch rein. Schmuggler 3. Bitte. Und da wäre. Ich ergebe mich. Tut mir nichts. Bitte tut mir nichts. Ich muss dieses Ding entfernen, bevor es euch umbringt. Hey, woher habt ihr gewusst? Tja, ich weiß alles. Viel besser. Oh, das war schmerzhafter als ein entzündeter Tonbiss. Oh. Ich schulde euch was, Jedi. Oh ja, du schuldest mir was. Der weise Mann strebt stets nach Wissen. Denn er weiß, dass er nichts weiß. Willkommen, Jedi. Es ist wunderbar, ein so junges Gesicht zu sehen, das nach Wissen über die helle Seite strebt. Ihr ehrt uns. Meine Meisterin Yuan Pa ist sehr krank. Ich suche einen Weg, um ihr zu helfen. Es ist schrecklich, dass der Grund für eure Frage so tragisch ist. Sprecht, was wisst ihr über dieses Leiden? Wir werden unser vereintes Wissen für eine Antwort einsetzen. Das ist höchst ungewöhnlich. Und sehr beunruhigend. Wir haben unser beträchtliches Wissen durchforscht und mit Daten vom Nötikon des Wissens verglichen. Diese Krankheit, die ihr beschreibt, ist eher wie eine Art Gehirnwäsche. Ja, sie ist halt die Jedi-Meisterin, ne? Eigentlich müsste die ja dann ein bisschen trainiert sein oder ein bisschen fähiger sein, Gehirnwäschen zu widerstehen. Wie kann jemand den Geist eines so mächtigen Jedi kontrollieren? Nun, frag doch... Nein, Nomi, das kann nicht euer Ernst sein. Was ist denn, Meister Wohl? Ich denke, Nomi Daboda weiß es von uns allen am besten. Ich stelle ihre Weisheit nicht in Frage. Doch das Nötikon der Geheimnisse ist das Tor zu dunklen Dingen. Sich ihm zu stellen, wenn der Geist nicht gut vorbereitet ist... Er zweifelt an mir? Hallo? Ich glaube, dem geht's noch zu gut.
Ich habe sicherlich schon Schlimmeres gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Habt Mitleid. Ihr kennt doch das Anliegen. Das Nötikon der Geheimnisse ist nicht dunkel, obwohl es einige seiner Geheimnisse sehr wohl sind. Geht. Bringt unsere Erkenntnisse zum Nötikon der Geheimnisse. Seine Meister werden euch führen. Aber zuerst muss ich noch eine Nachricht beantworten. Ah, da seid ihr ja. Die Nötikons. Wie verläuft die Suche? Zwei der Nötikons haben mir einen Hinweis gegeben. Wenn ich das dritte finde, könnten wir ein Heilmittel haben. Das freut mich zu hören. Aber jetzt brauche ich euch in der Botschaft. Juan geht es schlechter. Sie hat meine Assistentin Faren angegriffen. Ich konnte sie zurückhalten, aber ich bin sehr besorgt, was passieren wird, wenn sie sich nicht beruhigt. Das klingt echt schon im Notfall. Ich werde schon bald zurück sein. Danke, bitte beeilt euch. Juan, bitte beruhigt euch doch. Da ist niemand im Schatten versteckt. Die scheint langsam aber sicher den Verstand zu verlieren. Bitte, Juan, beruhigt euch. Hier will euch niemand wehtun. Ja, ja, Atros, aber die Dunkelheit naht. Vielleicht will ich euch ja wehtun. Ja, ich denke, ich will euch sämtliche Knochen brechen. Ich will sie knacken hören. Knack, knack. Die wird auf ihre alte Tage leicht senil, also so wirkt sie zumindest mal. Naja. Vergebt mir, Juon, aber ich lasse nicht zu, dass ihr noch jemanden verletzt. Du willst mir den Spaß verderben? Das wird dir nicht gelingen. Die will tatsächlich gegen mich kämpfen. Schrecklich gewesen sein, gegen die eigene Meisterin zu kämpfen. Ich weiß nicht, was über sie gekommen ist. Eben war sie noch ganz friedlich und dann... Es ist wichtiger denn je, die Nötikons zu finden. Habt ihr schon eine Spur zum Dritten? Sowohl der Gant als auch ein Mitglied der Schwarzen Sonne erwähnten Lars Badek, einen Justikar. Ich glaube, er hat etwas damit zu tun. Die Justikare sind die selbsternannten Gesetzeshüter der Unterstadt. Die Sicherheit der Republik war nach dem Angriff schwach, also griffen die Justikare ein. Lars Badek ist einer der Anführer und steht hoch oben auf der Fahndungsliste der Republik. Okay, warum nicht? Ob es mir gefällt oder nicht. Ich glaube, dass das letzte Nötikon im Justikargebiet liegt. Lars Badek soll sich im zentralen Turmgebiet verstecken. Seid vorsichtig. Ich kümmere mich so lange um Juan. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Und Gefahr mein erster. Ihr habt Mumm, Jedi. Kommt einfach in meine Basis und stehlt zwei meiner Nötikons. Diese Nötikons wurden aus dem Jedi-Tempel entwendet. Ihr habt alles vermasselt. Sie sagten, ich könnte das Justikargebiet kontrollieren, wenn ich ihnen die Nötikons bringe. Es fehlt nur noch eins und es gehört ihnen. Von wem sprecht ihr? Das spielt keine Rolle. Ich habe nur eine Chance. Ich habe schon zwei Nötikons verloren und bin sowieso tot. Hier, nehmt es. Das Ganze war sowieso von Anfang an ein Fehler. Ja, Einsicht ist das Beste. Besser spät als nie.
Dem Himmel sei Dank. Besuch. Es ist ja so langweilig hier drin. Ich würde euch ja etwas zu trinken anbieten, aber ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr. Aber wir könnten miteinander spielen. Ihr seht nicht aus wie eine Jedi-Meisterin. Was ist hier los? Nun, ich bin auch keine Jedi-Meisterin, was den ersten Teil erklären dürfte. Was eure Frage anbelangt, das ist schwer zu sagen. Ich vermute, ihr habt etwas aktiviert, das wie ein antikes Gerät aussah. Vielleicht ein Holocron? Und dann ist etwas schiefgelaufen. Es hat zack-zick gemacht, anstatt zick-zack, und schon wart ihr hier. Wie ich herkam, ist mir egal. Ich will nur wissen, wie ich wieder rauskomme. Nun ja, ich könnte euch gehen lassen. Aber ihr müsstet zuerst mit mir spielen. Ein Ratespiel. Antwortet richtig und ihr seid frei. Antwortet falsch und eure Kraft bleibt für immer ein Teil dieses Ortes. Das klingt nicht sehr gerecht. Aber ich tue mein Bestes. Wunderbar. Ein Gast mit Manieren. Gut. Die erste Frage lautet, wie fängt man eine Antwort? Durch harte Arbeit, Meditation und Studium. Nein, tut mir leid, das war falsch. Aber keine Sorge, ich habe noch zwei Fragen für euch. Noch eine Frage. Was weiß der Weise? Der Weise weiß nicht, sondern ist ständig auf der Suche nach Wissen. Oh, diese Antwort war richtig. Wie langweilig. Die letzte Frage. Bald wird dieser Ort von Feinden überrannt. Was tut ihr? Nichts von alledem ist echt. Diese Feinde werden mir nichts anhaben. Ihr seid ein Narr. Während ihr da sitzt und meditiert, werden eure Feinde euch zermalmen. Ihr sterbt. Irgendwas ist doch hier schiefgelaufen. Wie versprochen, Sir. Der Jedi wird kein Problem mehr darstellen. Jetzt muss sich euer Meister keine Sorgen mehr um die anderen Nötikons machen, richtig? Vielleicht nicht. Aber euer Plan scheint trotzdem gescheitert zu sein. Was zum... Aber seht doch! Er ist schwächer! Es hat funktioniert! Bakronan, Gunstarobjek. Mir hätte es besser gefallen, wenn unsere kleine Falle euch getötet hätte. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Die Nötikons können für sich selbst ohnehin nichts ausrichten. Sie hätten mich oder meinen Meister nicht aufgehalten. Seid ihr es, der Yuan krank macht? Ihr schwacher Geist beugt sich meinem Meister, wie ihr es bald alle tun werdet. Erdik, tötet diesen Jämmerling. Gebt Acht, wo ihr hingeht, Jedi. Der Pfad der dunklen Seite überschneidet sich an vielen Abzweigungen mit dem der hellen. Dies ist das Nötikon der Geheimnisse. Wir sind die Meister, die die Dunkelheit gesehen haben und wieder zurückgekehrt sind. Also so ähnlich wie Anakin Skywalker anscheinend, oder Revan.
Ich suche nach Heilung für meine Meisterin. Die anderen Nötikons rieten mir, hier zu fragen. Wenn das Nötikon des Wissens und das Nötikon des Lichts schon keine Antworten hatten, weshalb glaubt ihr dann, dass wir helfen können? Wir sind weder Ärzte noch Heiler. Geduld, Bastilla. Was sie meint, Jedi, ist, dass diese Krankheit wirklich außergewöhnlich sein muss, wenn ihr uns aufsucht. Ja, es tut mir leid. Sagt uns, was ihr über diese Krankheit wisst, und wir werden sehen, was wir finden können. Moment, Bastilla? Ist das Bastilla Shan aus im Spiel Knights of the Old Republic? Quasi die Vorfahrin von Großmeisterin Satil Shan und Geliebte von Revan? Yuan wiederholt immer wieder die Worte, die Dunkelheit naht. Sicher. Fangt am Anfang an und beschreibt alles, was ihr gesehen habt. Es war gut, uns aufzusuchen. Dadurch, dass die anderen Nötikons einiges ausschließen konnten, sind wir auf die richtige Spur gekommen. Es handelt sich um eine Krankheit, die den Jedi nicht unbekannt ist. Sie wurde von einem uralten Sith namens Terak Morhak erschaffen. Er bekehrte damit die Jedi zu Hunderten zur dunklen Seite und beraubte sie ihrer Kraft. Auf diese Weise führte er Krieg gegen die Jedi. Kann man die Krankheit nicht aufhalten? Ein Jedi-Heiler, dessen Opfer im Gegensatz zu seinem Namen nicht in Vergessenheit geriet, entwickelte eine Schutztechnik, die Morhak seine Opfer entriss. Einen nach dem anderen löste der Heiler aus Morhaks Umklammerung und schwächte ihn damit. Jedes Mal, wenn er diese Technik anwendete, kostete ihn das etwas von seiner Kraft. Als der Kampf gewonnen war, war der Heiler so schwach, dass er sich nicht mehr erholen konnte. Er opferte sein Leben für die Rettung des Jedi-Ordens. Passt zu der Jedi. Halt komplett selbstlos. Ist ja normal für die. Ist es möglich, diese Technik zu erlernen? Das Ritual ist auf einem sehr alten Terminal im Jedi-Tempel aufgezeichnet. Es zu erlernen, verlangt nach dem vereinten Wissen aller Nötikons. Wenn ihr darüber nachdenkt, diese Technik zu erlernen, Jedi, dann warne ich euch. Mächte wie diese lasten schwer auf denen, die sie beherrschen. Es scheint aber, als ließe der Zustand eurer Meisterin keine Zeit für solche Warnungen. Wenn eure Meisterin überleben soll, müsst ihr so schnell wie möglich in den Jedi-Tempel gehen und das Ritual erlernen. Ich werde so schnell wie möglich dorthin eilen. Dann werden wir unser Bestes tun, damit ihr diese Technik erlernen könnt. Bringt alle drei Nötikons zum Terminal im Tempel und aktiviert sie. Wir werden euch zeigen, was ihr wissen müsst. Später können auch andere diese Technik erlernen, doch jetzt ist die Zeit entscheidend. Ich muss mit euch reden. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Auch Yuans Körper leidet jetzt unter ihrer Krankheit. Sie wird immer schwächer. Seid ihr dem letzten Nötikon schon näher? Ich habe es gefunden. Und die Meister sagten mir, wie ich sie heilen kann. Es ist in den Ruinen vom Jedi-Tempel. Ein Heilmittel! Endlich! Seht euch vor. Die Tempelruine steckt voller Gefahren und ihr müsst durch die ebenso gefährliche Hüttenstadt, um sie zu erreichen. Seid vorsichtig, aber beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange Yuan noch durchhält. Wird gemacht. Auf zum Jedi-Tempel. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Tarnung liebe. Zum kleinen Preis. Hat zwar keinen Sinn erkennen, aber doch, war gerade witzig. Hier ist sie, die Datenbank, die das Ritual enthält, das eure Meisterin vor der Seuche schützen kann. Ein wundersames Werk. Teils Computer, teils Holocron. Wahrhaftig genial.
Wir sollten voranschreiten. Meister, ihr wisst, weshalb wir hier versammelt sind. Eine uralte Seuche bedroht den Orden der Jedi. Eine, die auch den Verstand des weisesten Meisters benebeln und ihn zur dunklen Seite bekehren kann. Dieser junge Jedi hat sich auf die Suche gemacht, um seiner kranken Meisterin zu helfen und den Orden zu retten. Doch er benötigt unsere Hilfe. Vor Jahrtausenden wurde ein mächtiges Ritual erschaffen, um die Jedi gegen diese uralte Seuche zu schützen. Das Ritual trennte den Seuchenmeister von seinen Opfern. Es forderte jedoch einen hohen Preis vom Heiler, der es wirkte. Wieder einmal ist es nötig, dass jemand das Ritual einsetzt. Das Ritual ist schwer zu erlernen, Jedi. Es beansprucht viele Stunden der Meditation und Forschung. Seid ihr bereit, es zu lernen? Ja, sonst wäre ich ja nicht da. Ich bin bereit, Meister. Dann öffnet euren Geist und wir werden euch lehren. Ihr scheint alles gemeistert zu haben, was wir euch zeigen können, Jedi. Ein wacher, wissbegieriger Verstand. Euch zu unterrichten war eine Ehre. Doch bedenkt, das Schutzritual wird an eurer Kraft zehren. Was ihr verliert, erlangt ihr erst wieder, wenn das Band zwischen dem Seuchenmeister und seinen Opfern gebrochen wird. Und wie breche ich das Band zwischen dem Seuchenmeister und seinen Opfern? Der Tod brachte Terak Morhak, den ersten Seuchenmeister, zu Fall. Doch vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ihr habt alles Wissen, das ihr zur Rettung eurer Meisterin benötigt. Setzt es weise und gut ein. Möge die Macht mit euch sein. Leichtsinniger, dummer Jedi. In eurem Eifer, eine Heilung für eure Meisterin zu finden, habt ihr uns direkt ans Ziel geführt. Mein Meister und ich danken euch. Niemand hält mich davon ab, Yuan Pa zu retten. Egal, wem ihr dient. Da! Da. Kein Terminal, kein Ritual und keine Wunderheilung. Nicht diesmal. Ihr habt etwas vergessen. Ich werde die Heilung vollziehen. Was hättet ihr davon? Das Ritual bringt jeden um, der es nutzt. Wie viele hättet ihr schützen können, bevor es euch umbringt? Einen? Zwei? Und wenn es 100 wären, irgendwann würdet ihr zusammenbrechen. Wenn es meine Bestimmung ist, eins mit der Macht zu werden, dann soll es so sein. Dann lasst mich euch helfen, eure Bestimmung rasch zu erfüllen. Der will's wissen. Sein Wunsch kann erfüllt gehen. Seid ihr ja. Der Macht sei Dank. Man hat mich über eure Situation auf dem Laufenden gehalten. Der Rat ist sehr besorgt um Yuan. Wir versuchen seit Stunden, euch zu erreichen. Habt ihr im Jedi-Tempel etwas gefunden? Die alten Meister haben mich gelehrt, wie ich Yuan beschützen kann. Das freut mich zu hören, Jedi. Kommt schnell zurück. Yuan wird immer schwächer. Ein Zögern könnte sie das Leben kosten. Oh, ihr seid da. Schnell. Yuans Puls ist kaum noch zu spüren. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu testen, was ihr im Tempel erfahren habt. Die Meister haben mich gut gelehrt. Yuans Leben liegt jetzt in euren Händen.
Padawan. Ich meine, Jedi, mein guter Jedi, was ist geschehen? Was hast du getan? Du hast mich gerettet, aber wie? Warum siehst du so schwach aus? Was hast du getan? Ich habe euch vor demjenigen geschützt, der euch krank machte. Doch es hat mich Kraft gekostet. Danke, Jedi. Es tut mir so leid. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist deine Zeremonie auf Tython. Oh, mein Schüler, es tut mir so leid, dass ich keine bessere Meisterin war. Ich wäre heute kein guter Jedi, wenn ihr nicht gewesen wärt. Dein Mitgefühl ist bewundernswert, Jedi. Ich danke dir dafür. Ja, ich verstehe jetzt, wie falsch es war, es zu verstecken. Jetzt bin ich wieder mehr ich selbst. Ich spürte jemanden in meinem Geist. Er besudelte meine Gedanken, verdrehte sie. Ihr werdet erst vollständig geheilt sein, wenn er besiegt wurde. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber meine Erinnerung daran ist verschwommen. Bitte entschuldigt. Der Rat will euch sprechen, sobald ihr bereit seid. Ich werde sofort hingehen. Nochmals danke, dass ihr Yuan geholfen habt. Und ich habe auch ein paar Dinge von euch gelernt. Ich komme schon zurecht. Geh zum Rat. Wir können später sprechen. Ah, da seid ihr ja. Danke, dass ihr uns so schnell kontaktiert habt. Es tut uns leid, dass wir euch von Yuans Seite rufen mussten. Wir hätten es nicht getan, wenn es nicht dringend wäre. Sagt uns zuerst, was ihr über Yuans Krankheit erfahren habt. Die Seuche wurde von einem Sith namens Terak Morak erschaffen. Das hier wissen wir bisher. Interessant. Und besorgniserregend. Wir haben beunruhigende Kommunikationen von anderen Meistern empfangen. Leider scheint Yuans Krankheit kein Einzelfall zu sein. Seid ihr sicher, dass es dieselbe Krankheit ist? Die Verbindung scheint zugegeben schwach. Aber die Meister wiederholen alle denselben Satz. Die Dunkelheit naht. Die Krankheit wird kein Ende finden, bis wir den Sith erwischen, der dahinter steckt. Leider haben wir keinerlei Spuren. Wir können nur hoffen, dass wir diesen Sith finden, indem wir seine Opfer finden und schützen. Ihr wollt, dass ich diese Meister finde und sie heile. Die geringe Zahl der Opfer scheint darauf hinzudeuten, dass der Sith mit ihnen in Kontakt treten muss. Wir zögern euch, um dieses weitere Opfer zu bitten. Ihr habt schon so viel getan. Aber nach der Zerstörung des Terminals im Tempel könnt nur ihr die Krankenmeister schützen und diesen Sith aufhalten, wer immer er auch ist. Ich werde tun, was ich kann. Ihr müsst euch in der Galaxis frei bewegen können. Dazu haben wir ein Schiff vorbereitet. Es wartet im Raumhafen. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Ihr habt es euch mehr als verdient. Wir hörten zuletzt von den fehlenden Meistern auf Taris und Nar Shaddaa. Findet sie und befreit sie vom Bann des Seuchenmeisters. Verabschiedet euch von Yuan. Aber die Zeit eilt. Viel Glück. Jedi, ich danke dir für alles, was du getan hast. Weitere Meister sind krank. Der Rat bittet mich, sie zu retten. Es ist gut, dass sie dich wählten, Jedi. Doch ich fürchte, die Meister zu retten wird nicht genügen. Es gibt eine Person, die für all dies verantwortlich ist. Halte ihn auf, damit du mich nicht mehr schützen musst. Damit du deine Kraft zurückbekommst. Danke nochmal, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Coruscant Raumhafenleitung, bitte kommen. Habe ich Starterlaubnis? Wir haben eure Abreise erwartet, Jedi. Guten Flug. Nice. Damit haben wir unser erstes Schiff. Und auch Coruscant abgeschlossen. Nice, nice. Jo, und damit wären wir auch schon am Ende von unserem heutigen Part zum Jedi-Botschafter-Storyline. Wir haben Coruscant abgeschlossen, haben unsere Meisterin Yuan Pa gerettet. Und ja, dann machen wir genau an der Stelle dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten würde ich mich natürlich über Feedback etc. freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slay, Teil von Slam Gaming, euer freundlicher Saninja Let's Player von Evan. Tüdelü!